Bitte halt deine Schnauze, scheiß mal auf Mauzi, ich hab ne Plauzi, Ehre in den Röf. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sülze Digger. Tolle Einlage hier von unserem Henno an dieser Stelle. Wir sind wieder back in the building. Ihr seht jetzt schon, die Community-Aktivierung wurde aktiviert mit Aktimail, Digga. Und die Jungs und Mädels haben ja schon den Link auch bekommen. Eine schöne, tolle Zeichnung, die wir hier bekommen haben. Und zwar von Jule. Jule 2-1. Ja, Henno räumt auf, hoffe es gefällt euch. Mir gefällt es mega, weil das auch irgendwie immer noch so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen widerspiegelt, wie wir auch zocken. So, Henno tut so, als wäre es das Einfachste auf der Welt, gegen uns zu gewinnen. Kein Kommentar, bitte. Ich reg mich nur auf. Nu ist lost oder sowas da oben, ich weiß gar nicht. Yeah. Sterzig ist auch, ja, der will, aber der hat Angst, es läuft nicht so. An deinem Kopf. Und Papo sieht so ein bisschen verzweifelt aus. Ja. Übrigens, ich glaube, von Jule hatten wir schon mal was. Wenn man da in ihrem Profil ein bisschen runterscrollt, dann ist da Sterzig mit Winston Marlboro. Jo, auch generell, auch am 3. August gab es da auch also schon mal was. Also wir haben ja, jo, ja, also sie hat schon mehrere Sachen gemacht, nur ja. Ich glaube, das Winston Marlboro, ja, das hatten wir sogar auch schon mal in der Folge. Ja, true. Nee, ich glaube nicht. Ja. Nicht? Es würde mich mal interessieren. So also ein ähnliches. Alter, was ist das denn hier eigentlich? Papo? Mit Papo Ross? Ja, das ist auch. Ja, ja, das war unsere Spezialwoche. Also, es gibt so ein paar Hardcore-Sülze-Fans, die wirklich jo. Raushauen ohne Ende. Jo, jo. Das sind die Sülzer. Ja, das sind die Sülzer. Sind die richtig, das sind die wahren Sülzer. Ja. Die Sülzer, weiß ich nicht. Genau. Da mit braucht dabei, man irgendwie noch einen. Ja, ja, mit dabei diese Woche wieder der liebe Sef, weil Gnu im Aachen ist. Ihr habt es vielleicht in den letzten beiden Folgen mitbekommen. Immer mit der Ruhe. Wir haben versucht, Gnu anzurufen. In der letzten Folge hat es dann geklappt. Schaut doch gerne bei Sef und Papo vorbei, damit ihr mehr erfahrt. Ansonsten, ja, Community-Aktivierung muss natürlich auch weitergehen. Das bedeutet, bei Sef und Papo? Bitte unterbrich mich nicht, wenn ich hier mal. Also wir moderieren hier immer einzeln also, an. Ja, ja, ja. Du bist so ein Störenfried, seitdem Sülze bei der Sef in der Sülze. So. Ich arbeite ihn ein. Genau. Es gibt übrigens ein Video von Hand of Blood, das einfach nur 2 heißt. Ist ein anderes Thema, auf jeden Fall. Wollte ich nochmal einen Kommentar einblenden, das machen wir jetzt. Und zwar einfach ganz entspannt von Don't Know. Er schreibt, hab viel mehr Spaß an dem Spiel wegen euren Videos. Oh! Ist das? Welches Video ist 2? Ah ne, Hitman 2, Entschuldigung. Anderes Thema. Ja, ihr habt die Folge, wo ich Killer gespielt habe, ja schon gesehen. In der Zwischenzeit hatte ich aber noch keine Zeit, eure Kommentare durchzulesen, weil wir eine Woche Pause hatten davor. Aber dafür habe ich ein neues Bild rausgesucht, das ist folgender. Spiele wieder Killer, so wie letzte Woche. Und ja, werde mal schauen, was das Ganze jetzt wird. Wir machen gerne alle ready und dann geht's hier gleich los. Genau, Sterzig. Und, darf ich das sagen, das, was ihr da... Ja, meine. Nee, du hast jetzt so viel Redezeit gehabt. Jetzt ja, hast du auch wieder recht. Ja. Ich durfte jetzt auch gar nicht auf das Bild irgendwie reagieren. Naja, aber du hast das gleiche gesehen wie ich. Ich habe da einfach meine Schnauze gehalten. Ja, besser nach ist letzter das. Folge bin ich auch frustriert, was Bilder angeht. Na klar. Ich finde, eigentlich müsste Papo Ross mal einen Fanart machen, so ein richtig verstörendes. Jo. So in einem Livestream. Schön. Ja. Sterzig. Müssen wir jetzt auch schon wieder Papo Ross machen. Mach doch mal Papo Ross. Ja, wir machen alle Papo Ross. Wir ziehen uns alle so ein Kostüm. Ja, alle Afro. Wir alle machen eine Sülze. Und dann ihre Abfahrt. Einfach alle ein Bild malen. Ihre Abfahrt. Ihre Abfahrt. Alter, das wäre auch geil. So eine Sülze, die sich alleine ein Bild malt. Nee, das wäre witzig. Ja, klar. Witzig. Echt lustig wäre das. Gegen wen spielen wir hier? Hat da jemand einen Tipp? Nein. Gegen den Geist. Alle. Heißt. Hey, Spoiler doch nicht. Aber den hatten wir diese Woche schon, Kalle. Das ja, verstößt du ja, gegen die erste nee. Und einzige Regel. Und einzige Regel. Ich wollte ja den Demogorgon spielen, aber ihr sagt immer, nee, du bist zu schlecht. Hätten Fun. Der Demogorgon, der braucht halt ein bisschen mehr Skill. Ja, verstehe. Ich hab mich jetzt der total wird auch Demo-Skillgon genannt in Fachkreisen. Ja, klar. Auf Call of Duty eingestellt und jetzt sind wir hier in dem Video. Witzig. Ding, ding, dong, ding, dong. Ding, 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 dong. Ding, 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 ding. Ah. Oh, weia. War ein Witz. Haben wir verkackt, ne? Verkackt? Was macht ihr da? War ein Witz. War ein Witz. War ein Witz. Mann, Witz.
War ein Witz. Okay, war ein Witz. Lustig. Ach, ihr habt, also Jungs und Mädels da draußen von den Bildschirmgeräten, die haben hier eben sich abgesprochen und haben gesagt, oh, ich habe eine witzige Idee. Ich weiß nicht, was sie jetzt hier vorhaben. Ich werde einfach versuchen, mein Ding zu machen, verstehst du? Wallah. Da oben im Haus ist doch jemand. Das sehe ich doch. Aha, er hat das dabei, dass es eine Explosion gibt, wenn man an den Gen geht, wo er gegengetreten hat. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, es weiß, dass ich wieder an dem Gen bin. Digga, die Info ist gut. Ah, was, ich habe nicht lang genug gedrückt. Das ist ja, natürlich jetzt sehr das muss ich natürlich. Das bin ich jedes Mal auf Klo. Voll da, lustig. Oh, jetzt haben sie so Genrush. Ich nehme so die Hose hoch und ist einfach alles noch voller Scheiße. Ja. Oh, ich sehe. Das kannst du ja wirklich nicht Genrush nennen, ne? Mhm. Hey, ich bin weit genug weg gewesen, dachte ich. Ich hab ihn gestunnt. Ja gut, dann nehmen wir einen anderen. Weil mir reicht's mit dir. Der reicht es schon dran. Das lief nicht so gut für einen Kuschinski. Ich hab meinen Börlocher schon wieder in Team. Sehr gut, Sterzig. Ja, Mann, danke, Digga. Wie agil du in deinem Alter noch bist. Ding Dong! Ding Ding Dong. Ding, Alter, dein Skin ding, ist aber. Dein Skin ist anders. Ja, der ist geil, Digga, oder? Den sieht man halt gar nicht. Nee, der ist auch unsichtbar. Ah, hab dich verarscht! Miste Kacke. So, ja, ihr wollt hier also durchrushen. Dann müssen wir halt 3 Runden bei mir aufnehmen, ist auch kein Problem. Ich kann halt nicht. Lenny? Ich komme hier nicht weiter. Wir feiern. Alter, da werden Knüller gezündet. Knaller gezündet. Pyrotechnik. Pyrotechnik ist kein Verbrechen. So, ich camp den jetzt. Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Dup. Leute, warum rennt ihr weg von mir? Oh, lol. Alter, aber das ist geil. Nein. Hä, wieso bin ich trotzdem geblendet? Junge. Okay. Ich verstehe das Spiel nicht! Verdammt! Juri, ich bin ja gerade am Campen. Ich komme. What the fuck? Hallo, Kalle. Ah! Yeah. Hä, was ist denn Ditte jetzt? Was ist denn Ditte jetzt? Alter. Er kommt gar nicht aus seinem Live klar. Ich will jetzt einfach, wenn ich Henno einmal zu fassen kriege, ne, dann war es das aber mit für ihn. Dem Geräusch. Nee. Achso, war da jemand drin? Das war auch so offensichtlich. Papo kommt hier lang. Oh, okay. Eieiei. Scheiße. Oh, shit. So. Ich hatte eigentlich Dead also, Heart. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde den jetzt hier wegkämmen, den Bengel. Der tat das gut. So, Hanno, ja, was hattest du heute so zum Essen? Oh, Alter, lang nicht mehr so gelacht, ey, scheiße. Ich verstehe gar nicht, was hier abgeht, ehrlich gesagt. Und ich weiß ja nicht, also ihr müsst das auf jeden Fall nachher auflösen, weil ich verstehe gar nicht, was euer Problem ist. Ich habe gar kein Problem. Er kommt. Ey, wir haben ein Problem, Chris wird gechased, ist ein One-Hit und ich bin am Haken. Oh Gott. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich hole. Oh. Oh. Das war kein Quick Vault, glaube ich. Doch war's, aber das reicht leider nicht. Nee, das war ein Medium Vault. Ja, das stimmt. So. Da ist eine Palette, Kalle. Kein Problem. Naja. Ihr habt mich letzte Woche auch schon so verarscht. Oh nein. So. Ey, aber ich habe eine Bitte an dich. Was? Bitte lass mich los. Alter, ihr seid das ein Wichser, Digga. Es ist so anstrengend mit euch. Achso, ihr habt Papa geholt. Na gut. Na gut. Oh Gott, ich glaube, er ist bei mir, oder? Ich höre ihn so nah bei mir. Oh. Body blockt. Ich höre ihn so nah bei mir. Ach, ja. Geile Aussage. Wer ist eigentlich der Gen-Sklave? Wer ist Sterzig, Digga? Achso, ihr habt gesagt, einer macht nur Gens und die anderen fucken ihn nur ab! Mit irgendwelchen Perks. Nein. Nee. Naja, komm. Ihr seid also einfach. Also, gesagt haben wir das nicht? Mhm. Alter, wenn er wüsste, dass wir alle Godmode installiert haben. Hast du?
Mich interessiert. Junge, mach doch die Palette, du Affe. Warum soll ich die Palette machen? Du bist nicht nah genug dran. Ah! Ah! Und auch noch blenden. Also, das ist halt Mobbing auf hohem Niveau gerade hier. Auf jeden Fall. Das macht ja gar keinen Spaß. Und genau wegen solcher Sachen spiele ich ungern Killer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Hä? Ich bin so lost. Oh, au! Ja, ja. Ja, also, ihr könnt euch jetzt entscheiden, wer von euch stirbt. Entweder ist es Papo. Oder ist es Henno. Warum dann ich? Bin ich für Henno. Also, bin ich ehrlich. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch meine Fähigkeit richtig selten genutzt. Was halt mega wack ist. Also, absolut. Oh, shit! Absolut schlechte Killerrunde. Vom Kurs Scheiße. Er ist vor mir immer noch. Er ist jetzt direkt vor mir. Jetzt geht er rechts von mir weg. Ich bleib hier. Auf der Straße. Ne, er ist bei mir. Er ist immer noch bei mir. Wir gehen da rein wie das fucking A-Team. Ah, wie sieht's aus? Oh, er ist bei Max. Ich bin hier im Schrank. Ich bin hier im Schrank. Alter, willst du mich jetzt rausfokussen? Ja, klar. Ich bin hier im Schrank. Ja. Oh, was? Christo, komm in die Garage, Christo. Ja. Oh nein. Kalle, ciao. Hä? Was war das jetzt wieder? Ich rall das gar nicht. Es gibt also, ja, okay, es gibt irgendeinen Perk, dass ihr euch, wenn ihr im Schrank versteckt, ich mich dann erschrecke. Verstehe ich schon, aber. Ich erschrecke. Lol, wie er das bezeichnet. So. Den nehmen wir uns. Ja. Ja, Freunde. Das war mal eine richtig geile Runde der bei Daylight. Kommt alle her hier. Also, bei mich hast du wieder, Kalle. Ja, du bist auch der Schlechteste hier. Ja, ich weiß. Kalle, ich bin hinter dir. Du brauchst mich nur hitten. Ja. Kann ich nur surprisen. Hä, ich kriege ihn nicht ran. Ran mal einhalb. Ich glaube, er ist unsichtbar. Ich weiß gar nicht, welchen Eingang ihr gemacht habt. Ja, Sef. Ist er jetzt zu einem Ausgang gerannt? Nee. Ja, nicht hier. Er ist zu dem gerannt, den ich gemacht habe. Ja. Wo ist denn der? Auf der anderen Seite. Ja, aber das ist ja langweilig. Hä? Also. Es geht doch einfach. Ach, kriegst du nur, weil du tot bist, du Loser. Also, wieder als erstes. Also, schreib doch gerne mal in die Papo, in die Kommentare. Schreib mal gerne in die Papo, Leute. Ja, um Gottes Willen. Ich weiß halt leider nicht, wo der Ausgang ist. Ja, du kannst ja nicht hauen, ne, wenn du so bist. Nee. Hat er einen Nimm? Aber wieso? Achso, ich hab nur den Laden zu. Okay, ich check halt Killer immer noch gar nicht, ne? Den Laden zu? Was? Naja, bei mir waren hier so Stacheldrahtdinger. Christo, hast du mich verarscht? Ja, du kommst nicht raus, weil du ein Killer bist. Naja, aber ich dachte, das ist für euch. Du musst nur gerade aus. Hast du mich gerade verarscht? Das siehst du nicht, Kalle. Da vorne ist aber Kalle direkt. Kalle, der kämpft wahrscheinlich hier am Haus. Welches Haus? Du musst dir vorstellen, diese Stacheln, die da überall rauskommen, das ist immer. Kalle, ich bin im Haus. Das ist so der Gott. Und er lässt halt die Survivor raus und die Killer natürlich nicht. Och Mann, ich dachte, er campt da. Ihr könnt euch auch einfach nicht erinnern. Da ist er. Das wäre so witzig, ey. Oh Mann. Nö. Na, den haben wir nochmal getroffen. Walla. Oh, Alter. Alter, okay. Ja, dislike sofort die Sülze Folge von Hand of Cuncut. Uncut. Cuncut. Nee, das habe ich nicht gesagt. Gut. Ihr seht, ich habe viel zu lernen. Bitte taggert die Kommentare dicht. Bedankt euch bei Seth in den Kommentaren, dass er sein Mittagessen geteilt hat. Und ja. Eine geht noch, oder? Nein. Ich habe gar keinen Bock mehr auf euch. Ich gehe jetzt nach Hause. Nein! Ihr habt mich verarscht, aber was habt ihr jetzt? Was war der Perk, den ihr da benutzt habt? Wir haben Frontal 21 genommen. Wir haben alle schnell und leise. Ach, die sind mit dem Hocken da, ne? Ja. Nee, also Frontal das macht, wenn wir 3 Sekunden in einem Schließschrank waren und dann schnell rausgehen, dann bist du für 3 Sekunden betäubt. Aber in welchem Radius muss ich denn da in der Nähe sein? So direkt davor und ein Stückchen. Aber hat schon eine schöne Hitbox. Aber es war ja auch eine gute Map für euch da, ne? Und mit schnell und leise geht eigentlich. Aber mit schnell und leise haben wir halt, machen wir dabei keine Geräusche, wenn wir in den Schrank schnell klettern. Yes. Ja, und wir haben alle Böller noch dabei gehabt.
Außer Papo. Ja, ich hab meinen verschwendet. Und ich gehe jetzt in den Shop und kaufe den Demogorgon. Besser ist das. Also, wir sehen uns Montag bei Hand of Uncut auf dem Kanal. Ja, da spiele ich Demogorgon. Und danke nochmal an Seth, dass er ausgeholfen hat. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Es gibt jetzt eine Woche Pause, by the way, weil wir bei der Gamevasion sind, die jetzt gerade noch läuft, tatsächlich, wenn dieses Video hier kommt. Also, schaut da gerne vorbei. Ist der letzte Tag heute. Guckt da gerne mal rein. Das heißt, nächste Woche keine Sülze, aber dann übernächste Woche wieder, ne? Macht's gut. Tschüssikowski. Ciao. Bye. Ciao. Ich verabschiede mich.